Das Hochwasser geht glücklicherweise zurück. Sonntagmorgen um 9 Uhr hatten wir Wasserpegel Worms 443 cm. Am 24.07.2021 war ein interessanter Artikel im Riedershow. In unserem Kreis Groß-Gerau hat der Winterdeich eine Länge von 65 Kilometern. Der Deich ist für ein sogenanntes 200-jähriges Hochwasser ausgelegt. Der Wasserpegel in Worms dürfte 830 cm hoch werden. Dieser Wert wurde im letzten und in diesem Jahrhundert noch nicht erreicht. Der höchste Pegelwert im 20. Jahrhundert war 1955 bei 746 cm. Das hat anscheinend so bedrohlich ausgesehen. In diesem Jahr war ich ein Jahr alt, dass meine Mutter mich zu Verwandten in den Westerwald bringen wollte. Der höchste gemessene Hochwasserwert wurde am 29.12.1882 gemessen. Der Deich ist dann in der Neujahrsnacht 1882/83 bei Leheim gebrochen. Der Kreis Groß-Gerau stand dann unter Wasser. Die Bauern mussten mit ihrem Vieh Richtung Hahn und dann die Bergstraße ziehen. Das Wasser geht jetzt glücklicherweise wieder zurück, aber wenn man bedenkt, es war immerhin dieses Jahr schon das zweite Hochwasser. Das ist schon verrückt. Vor 3 Jahren hatten wir das extrem Niedrigwasser. In Nordheim bin ich die Kissbank entlang gelaufen. Das Ganze hatte damals ausgesehen, als ob ich irgendwo vom Mond gelandet wäre. Wie durch ein Wunder konnten sich die Schiffe durch eine sehr, sehr schmale Fahrrinne fortbewegen. Da vorne kommt hier zum Schiff bergwärts gefahren. Das schöne Schiff ist ein Frachtschiff. Es ist die Maddie, sie fährt unter deutscher Flagge. Das Schiff ist 80 Meter lang und 8 Meter breit. Es fährt mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 3,7 Knoten. Das entspricht 6,852 Kilometer in der Stunde. Maddie, MADDY. Der Schiffsverkehr hält sich heute Morgen noch in Grenzen.
Es hängt offenbar immer noch mit dem relativ hohen Wasserstand zusammen. Für Ortsunkundige nochmals diese Rheinschleife, das ist der Schwarze Ort. Der Sage nach soll Hagen von Tronje hier den Nibelungenschatz versenkt haben. Hier ein kurzer Blick zu unserer Nachbargemeinde Gernsheim. Ja, und hier ist dann nochmal der Gernsheimer Hafen und ja, dann im Prinzip den Blick, den ich von meinem Beobachtungsplatz habe, jetzt von der anderen Seite aus gesehen. Der Rhein hat in den letzten Hunderten von Jahren sein Flussbett geändert. Das heißt also, wer jetzt nach dem Nibelungenschatz buddeln will oder soll, der müsste dann im Eicherfeld anfangen zu graben. Das hohe Gebäude übrigens ist die Malzfabrik. Vielen Dank fürs Zusehen und Zuhören. Bleibt alle gesund und tschüss.